Hallo, schönen guten Morgen. Heute fangen wir wieder ein neues Video an. Es ist wieder eine Woche vorbei, ja, so ungefähr, kann man sagen. Und ja, wie man sehen kann, sind die Arbeiten schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und zwar der Fliesenleger, der hat uns, glaube ich, vorgestern verlassen, erstmal, weil der fertig ist. Und der Maler ist gestern erstmal nach Hause gefahren. Ja. Beide haben ihre Arbeiten, sagen wir mal so, zu 99% erledigt. Es sind nur noch kleine Arbeiten, die hier noch zu tun sind. Und ich denke mal, da werden die dann kommen, wenn die zwei noch ausstehenden Arbeiten, die jetzt noch erledigt werden müssen, wenn die fertig sind. Ja, das ist dann noch dieses Laminat im Schlafzimmer. Das muss noch gemacht werden. Das kommt jetzt auch demnächst. Und ja, irgendwann werden auch die Arbeiter mit diesen Rosterstahlgeländer anfangen, das Treppengeländer. Ja, da war ja vor ein paar Tagen auch jemand hier und hat schon Maße genommen. War das jetzt, ich glaube, Sonntag oder Montag? Naja, irgendwann waren die hier. Ich denke mal, das geht jetzt auch bald los. Das sind dann ja noch die zwei einzigen Arbeiten, die noch erledigt werden müssen. Ja, und dann ist es eigentlich fertig. Wir gehen am besten mal rum. Hier vorne ist im Moment von innen abgeschlossen. Gehen wir mal hinten in der Küche rein und schauen uns die einmal an. So, beginnen wir hier vorne bei der Front des Hauses. Die Tür ist soweit auch fertig. Die hat der Maler doch noch wieder sehr gut instand gesetzt. Der hat auch noch ein bisschen Ahnung von Holzarbeiten gehabt. Und er hat dann die Arbeiten, die der eigentliche Türeinbauer ja nun völlig vermurkst hat, will ich mal sagen, hat er doch noch wieder gut hingekriegt. Ja, Fenster sind auch alle drinne. Diese Steinchenriemen sind drinne. Hier ist eigentlich alles soweit fertig. Gehen wir mal nach hinten. Das muss natürlich alles noch ordentlich sauber gemacht werden. Ja, da sind die Schlafunterkünfte der Arbeiter, wenn die mal hier übernachten wollen, wenn die weiter weg wohnen. Die stehen im Moment sehr verwaist hier. Ich denke mal, die werden demnächst auch abgebaut. Ja, hier haben sie den ganzen Krempel abgelagert. Da hat der Chef der Baufirma uns vorgeschlagen, wie soll das doch einfach mit dem Trecker ein bisschen glatt fahren und ein bisschen Sand rüber machen. Ja, da muss ich ihn wirklich lautes Hahaha sagen. Der Scheiße wird hier abtransportiert und sonst gar nichts. Hier wird nichts glatt gefahren oder sowas. Ja, gehen wir mal hier in diese Tür rein, die Küchentür. Die ist ja auch schon, ich habe einmal schon lackiert worden. Gehen wir mal rein. So. Hier ist diese Küche, die der Fliesenleger doch in einer ordentlichen Rekordzeit dann fertig gekriegt hat. Mit den Türen und den Wandfliesen da oben. Hat er sehr schön gemacht. Ja, zuerst dachte ich ja, dass hier vorne auch die schwarzen Fliesen rankommen, wie hier oben. Aber das ja, war mal wieder ein von diesen vielen kleinen Kommunikationsproblemen. Was ich ganz toll finde, was der Fliesenleger gemacht hat, mal sehen, dass ich, ja, ob man das zeigen kann. Er hat nämlich nicht nur hier die Außen, also hier außen Fliesen rangebaut, sondern auch hier drinnen. Hier mit der Kamera kann ich mal schön rumschwenken. Auf der Erde unten. An der Wand. Hinten und sogar noch, wenn wir hier mal rumschwenken können, sogar noch hier hinten an der Wand, hinter der Tür hier, da hat er auch noch Fliesen angebracht.
Also das ist schon beachtenswert, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Türen wieder zu. Auch mit kleinen Lüftungsgitter. Da habe ich mal so drauf geachtet, dass da auch ein bisschen frische Luft reinkommt, weil mit so einem Netz hier hinten noch dran. Naja, so ein kleines Kunststofffenster. Ja, die Farbe hier drinnen, die wurde gestern noch angebracht. Es war eins der letzten Zimmer hier unten. Sonst kann man echt sagen, es ist hier so komplett fertig. Ja, die Deckenbeleuchtung, die habt ihr ja, glaube ich, im letzten Video schon gesehen. Da ist die Tür. Kleinigkeiten kommen da auch noch unten. Da muss noch was ran. Das gefällt uns noch nicht. Da ist viel zu viel Luft zwischen. Das hat der ältere Herr hier auch viel zu viel abgesägt. Mal sehen, wie wir das wieder irgendwie richten können. Ja, Badezimmer einmal sauber machen. Ja, hier muss im Allgemeinen jetzt sauber gemacht werden. Ich habe vorhin mal die ganzen einige Fenster mal aufgemacht, dass hier mal frische Luft reinkommt. Im Moment riecht es doch noch sehr nach Farbe und diesen Lack für die Holztüren. Ja, und die Zimmer, die kennt ihr ja nun auch schon zu Genüge, sind wir ja öfter mal durchgegangen. Gibt es jetzt so nichts Neues? Hier waren wir hier eigentlich schon mal drin. Ja, hier wurden jetzt auch Fliesen reingelegt und zwei Beleuchtungskörper. Einer hier oben und einer da hinten noch. Ja, ist ein sehr schöner Abstellraum geworden. So, gehen wir mal nach oben. Hier ist die Treppe. Da fehlt auch nur noch der Schlussanstrich hier bei diesen senkrechten Stufenteilen. Sonst ist hier auch mit reichlich Farbe gestrichen worden hier unten. Ja, weiß nicht, ob ich da noch mal so eine Schicht Klarlack drüber machen. Das habe ich zu Hause in Deutschland auch gemacht. Da habe ich auch so Mahagoni-Farben das Holz so gestrichen und dann ist da eine Schicht Bootslack noch drüber gekommen. Sehr hart, trittfest und wasserabweisend. Ja, hier ist der Flur, den kennt ihr dann auch schon zu Genüge. Gibt es eigentlich nichts viel Neues zu sehen. Ist hier alles quasi schon bezugsfertig. Ja, nun ist alles da. Farbe ist da, Steckdosen ist da, Tür ist da, Fenster ist da, alles ist da. Alles komplett. Ja, bis auf hier außen noch jetzt dieses Balkongeländer. Da kommt ja die Firma mit diesen Niroster. Da kommt das. Da wollte ich kein Eisen haben, was man da jedes Jahr wieder anpinseln kann. Ja, alles mal hier durchfegen, damit der weiße Staub hier so allmählich wegkommt, dass die Treppe nicht immer einsaut. Ja, schön hell, Mönchzimmer, ja, da oben hat sie schon. Ah, das sieht irgendwie so gefährlich aus. Gehen wir nicht so dicht dran. Manche Flieger hier, die sollen ja ganz schön pieken. Ja, hier kommt dann ja auch noch das Geländer rauf. Das Treppengeländer und hier oben das Flurgeländer. Das geht so alles in eins rüber. Kommt von da unten hoch, schlängelt sich hier so lang. Geht hier vorne hin bis hinten zur Wand. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob die das da auch vorbereiten oder ob die das hier alles zusammenschweißen. Ja, das Einzige jetzt noch hier, die zweite Arbeit, die erledigt werden muss, noch, ist hier dieses Laminat.
Aber ich denke mal, dieses Klicklaminat, das kann ja nicht so lange dauern. Das war normalerweise ja an einem Tag fertig. Und dann werden die Fußleisten unten ran genagelt. Ja, die sind ja schon farbig. Da muss man denn ja nichts machen. So, und wenn dann die blaue Farbe hier unten schon weit runtergezogen wurde, dann müssen die Maler hier auch nichts mehr machen. Ja, das werden wir dann ja sehen, wenn die kommen. So, das sind die zwei Hauptarbeiten, die noch gemacht werden müssen. Gehen wir mal wieder raus. Sonst kann man sagen, ja, kauft ein die Möbel, kauft ein eure Schuh. Da hinten fährt gerade der Mähdrescher weg. Wieder 12 Stunden arbeiten. Ja, sonst kann ich euch eigentlich nichts mehr zeigen. So hausbaumäßig ist hier alles so weit durch. Wir können ja noch mal hinten lang gehen. Aber das habt ihr euch beim letzten Mal schon gesehen. Na, hier ist natürlich jetzt alles dieser weiße Staub hier. Müssen wir einmal sehen, dass wir das vernünftig sauber machen. Ja, hier oben, hier muss noch was gemacht werden, ein bisschen Farbe. Ich weiß jetzt nicht, warum die das jetzt hier nicht weiter angestrichen haben. Hätten sie ja auch gleich in diesen Grau machen können. Wie das hier den Seitenleisten auch gemacht haben. Na gut, das kommt dann ja bestimmt noch. Heißt also, die kommen noch mal wieder. So, ja, so sieht es im Moment aus. Gehen wir mal wieder raus. Kann hier schon bald der Kaffeekocher hingestellt werden. Hier haben wir noch mal einen kleinen Blick auf den Nordflügel. Farbmäßig, so wie ich das sehe, alles erledigt. Gehen wir noch mal hier hinten herum. Ja. Muss dann ja auch noch ein bisschen Sand noch hier rauf. Vielleicht müssen wir noch mal gucken. Ja, hier ist der Ostflügel. Fensterchen. Sieht doch alles top aus. Hallo? Ja, da sind wir mit dem Rundgang einmal schon wieder hier herumgelaufen. Wieder bis zur vorderen Haustür. So, das war es auch schon wieder mit dem Rundgang. So viel gibt es ja nun nicht mehr zu sehen. Eigentlich kann man jetzt hier nur noch so 2 Videos machen. Einmal mit dem Geländer hier und eins noch von dem Laminat, wenn die das gemacht haben. Ja, und dann hat sich das mit dem Thema Hausbau wohl erledigt. Dann ist dieses große Projekt abgeschlossen. Ja, was kommt dann als nächstes? Das nächste Projekt ist dann ein Projekt von der Garage, von dem Unterstand hier fürs Auto. Das läuft ja so nebenbei auch her. Ist leider eine blöde Panne passiert bei der Erstbesichtigung im Autohaus. Da hat die Kamera mal wieder gesponnen, das hat die schon mal gemacht vor langer Zeit. Da sind die ganzen Aufnahmen, die sind alles nur grün geworden, alles nur eine grüne Farbe. Ja, deswegen kommt man die ganz vergessen. Na gut, dann fehlt das halt, machen wir hier ein paar andere Aufnahmen davon. Ja, dann möchte ich mich hier auch dann verabschieden. Viele Grüße an alle, die ganze Zeit auch zugeschaut haben für den Hausbau, die das vielleicht von Anfang an miterlebt haben. Und so in 2, 3,
Videos, so, die dann noch kommen, auch das Ende vom Hausbau hier dann sehen. Da gibt es natürlich noch, noch ein paar Videos, ein bisschen was wegen dem Preis. Ich kann ja jetzt nicht jedes einzelne Ding aufschlüsseln, weil wir ja so eine Art Festpreis vereinbart haben. Aber so einzelne große Sachen so kriege ich dann doch noch so auseinander, weil wir haben ja immer so stückchenweise bezahlt und die wurden dann auch in so ein Blatt Papier notiert, für was das Geld dann verwendet wurde. Also so ein bisschen was kann ich aufschlüsseln. Ja, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Habt nette Leute um euch rum, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Tschüss, bye bye. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.